Moinsen, hier ist wieder euer Videospielcode. Im Hintergrund seht ihr mein erstes Titanfall-Video. Und zwar habe ich dabei den Karabiner R101C mit Schalldämpfer und Eckguckvisier. Als Fähigkeit noch schnell sprinten und die Elektrogranate. Und als Titan habe ich den Strider. Und in diesem Video werde ich ein paar schöne Killstreaks landen. Aber erstmal werde ich kassieren wie ein Noob. Ja. Ganz ehrlich, ich benutze die Elektrogranaten gar nicht mehr jetzt bei meinen neueren Videos, weil ich finde die C4-Sprengladung viel, viel geiler. Also die kann man dann so ein bisschen, also nicht so weit werfen, das ist so ein Pack wie C4 bei Battlefield, das wirft man so und kann es zünden. Und ey, die Explosion ist so gut, da kann man echt viel töten. Und von daher zieht das ordentlich durch. Aber das hier ist auch ein früheres Gameplay-Video, das heißt, mein Strider ist noch nicht so ganz aufgepimpt. Und ich bin noch nicht so ganz gut, aber ich habe hier gerade Glück, dass meine Gegner einfach noch schlechter sind als ich. Sieben. Nein, so schlecht bin ich gar nicht in diesem Video. Ja, meine Themen. Das Video ist leider nicht vollständig, weil die Game DVR App von der Xbox One ja leider nur 5 Minuten aufnimmt. Und das Video geht länger als 5 Minuten. Und ja, das ist auch gleich mein erstes Thema. Die Game DVR App, die wird ja hoffentlich jetzt geupdatet, beziehungsweise sie wird geupdatet im April-Update von der Xbox One. Und die Videoqualität soll auch verbessert werden. Aber ich glaube, das machen die nur über, ja, über ein bisschen bessere Codierung, dass das 720p-Video ein bisschen weniger diese Artefakte überall hat und so ein Scheiß. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man endlich mal längere Videos machen kann, also länger als 5 Minuten. Und dass man vielleicht auch mal in 1080p aufnehmen kann. Aber wenn das technisch nicht möglich ist, dann würde ich sagen, reicht mir auch einfach 720p, aber dann noch ein bisschen länger. Wobei, also selbst wenn sie nur 5 Minuten aufnehmen kann. Ich finde das dann aber irgendwie komisch, dass wenn man diese Multiclip-Funktion nutzt, wo man ja mehrere, beziehungsweise bis zu 5 Videos zusammen machen kann, warum ausgerechnet da dann auch 5 Minuten als Limit ist. Anstatt dass man da dann, weißt du, bis auf 15 hoch kann, weil, naja, wenn man mehrere Videos zusammenschneidet, dann ist das ja auch schon mal so eine Zeit, die man da zusammenbekommt. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber egal, da kassiere ich noch ein bisschen hart von ihm. Ja, sieht nicht nach einer Killstreak aus, ich weiß, aber das wird's noch. Glaub mir. Ja, achso, da habe ich noch meinen Sidewinder dabei. Den benutze ich auch jetzt gar nicht mehr in neueren Videos. Da benutze ich momentan den Magnetwerfer, weil der macht ordentlich Schaden und... Ja, macht ordentlich Schaden. Ich finde... Also, den Sidewinder an sich auf Distanz natürlich wesentlich besser. Aber der Magnetwerfer, der zieht einfach ordentlich. So, jetzt beginnt hoffentlich endlich mal meine Killstreak, sonst ist dieser Titel ein bisschen falsch in meinem Video. Ja doch, sie beginnt jetzt. So. Wie geht's weiter auf meinem Kanal? Ich möchte noch ein paar mehr Titanfall-Videos jetzt hochladen, beziehungsweise ich werde jetzt hauptsächlich Titanfall-Videos hochladen. Ich habe noch ein Blacklight Retribution-Gameplay. Das werde ich dann demnächst auch noch veröffentlichen, einfach damit ich es dann weg habe und damit ich Blacklight ein bisschen abschließen kann. Keine Angst, Blacklight wird wiederkommen. Aber jetzt werde ich mich erstmal auf Titanfall konzentrieren, weil da produziere ich momentan jeden Abend, wenn ich zocke, so viele Videos. Ey, die muss ich auch loswerden, ganz ehrlich. Das geht sonst nicht. Sonst geht mein Speicher hier flöten. Und ja, deswegen finde ich es jetzt ganz passend, wenn ich jetzt endlich mal anfange damit. Meine Killzone-Videos aus dieser Gratiswoche, die es letztens mal gab, werde ich auch noch veröffentlichen. Ja, da muss ich einfach nur einen geeigneten Zeitpunkt für finden. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Also ich kann ja auch Titanfall und alle anderen hochladen. Das ist ja auch möglich, ne? So, mir fällt gerade auf, dass ich hier noch das scheiß Maschinengewehr bei Strider habe. Beziehungsweise, das ist gar nicht der Strider, das ist doch, der Atlas. Heilige Scheiße, so alt ist das. Okay, tut mir leid, dass ich mich versprochen habe, es ist der scheiß Atlas. ja, den mag ich mittlerweile gar nicht mehr so. Also ich benutze echt nur noch den Strider. Der Ogre ist zwar auch ganz witzig, aber... Der Strider, da habe ich einfach ein paar coole Moves drauf. Die werde ich euch dann auch zeigen in den Videos. Die benutze ich des Öfteren. Ja, das Video endet hier. Das war auch nur so ein kleines Infovideo mit ein bisschen Titanfall-Action. Dann könnt ihr schon mal sehen, worauf ihr euch so einstimmen könnt in nächster Zeit auf meinem Kanal. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich entschuldige mich dafür, dass das Video gleich abrupt endet. Ja. Euch noch ein schönes Restwochenende und meine nächsten Videos kommen dann die Woche. Bis dann!